Wir haben sehr, sehr hart trainiert, das kann ich immer nur wieder betonen. Wir sind eigentlich bestens vorbereitet, aber nichtsdestotrotz, der Feinschliff wird sich erst in den nächsten, nicht nur Wochen, sondern in den nächsten Monaten dann zeigen. Und von daher ja, brauchen wir noch jede Menge Geduld, aber nichtsdestotrotz ist der Grundbaustein schon sehr, sehr gut gesetzt worden. Also ich versuche natürlich, meine Leistung wieder so konstant auf hohem Niveau zu behalten, wie es in der letzten Saison war. Wir werden versuchen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Und einfach, ja, dass wir, jeder Einzelne muss sich ja an die Nase greifen, jeder Einzelne muss das Beste für das Team tun. Wir haben einen sehr, sehr ausgeglichenen Kader. Das heißt, es werden auch mal, oder es wird auch mal der ein oder andere Spieler dann auf der Bank sitzen. Und da müssen wir aber trotzdem einfach eng zusammenrücken. Und dann müssen wir einfach ja, von Woche zu Woche schauen. Das sind zwar immer wieder blöde Phrasen, die man nicht so gerne hört, aber es bringt wirklich nichts zu sagen, wir müssen den und den Tabellenplatz erreichen, wir müssen die Champions League, wir müssen die Europa League schaffen oder so, sondern wir müssen einfach wieder für Schalke stehen, für Leidenschaft, für Kampfgeist, für ja, die Siegermentalität. Und die muss einfach zurückkommen und das müssen wir auf dem Platz in erster Linie spüren und dann natürlich auch in zweiter Linie die Fans auf den Rhein. Ja, wir hatten in der letzten Saison definitiv viele Höhen und Tiefen. Insgesamt ist natürlich unser Ziel immer, ja, oder ist unser Ziel letztes Jahr ein höherer gewesen als der Ertrag letzten Endes. Am liebsten wollten wir natürlich in der Champions League spielen. Das haben wir nicht ganz geschafft, aber man lernt aus allen Dingen. Wir haben, was heißt, einen kleinen Umbruch, aber wir haben neue Spieler, einige Spieler sind gegangen, neuer Trainer jetzt und es geht wieder von null los. Und wir nehmen uns vor, definitiv besseren Fußball zu spielen als beispielsweise in der Rückrunde, wo wir nicht so guten Fußball gespielt haben. Und ja, die Qualität haben wir definitiv in der Mannschaft und wir möchten wieder ein Ausrufezeichen in der Bundesliga setzen und ja, auch die Fans wieder begeistern, ne? Und ich denke, dass das auf jeden Fall möglich ist und darauf freue ich mich und wir als Mannschaft.